Ja, guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Fußballfreunde, auch hier aus luftiger Höhe. Hier melden sich Ihre Kommentatoren. Der Co-Kommentator heute wird Peter Neururer sein. Aha, werden da viele sagen, ist das nicht der Mann, der noch vor einer Woche auf dem höchsten Stuhl bei Schalke 04 saß? Jawohl, das ist der. Wir werden im Verlaufe der Übertragung noch Gelegenheit haben, uns über dieses Thema zu unterhalten. Wir warten auf die beiden Mannschaften und die Aufstellungen sind ganz interessant. Vielleicht können wir schon einmal einen Blick darauf werfen, denn die Bayern sind bis auf Klaus Augenthaler mit dem besten Aufgebot hierher gekommen. Das Stadion leider nicht ausverkauft, obwohl der Platz, die Karte, ganz egal wo man nun ist, ob auf einem Sitzplatz oder auf einem Stehplatz, nur 5 Mark kostet. Etwa 10.000, 12.000 Zuschauer bei guten Bedingungen. Es hat den ganzen Tag am Vormittag geregnet. Die Sonne war dann aber mittags draußen und die Platzarbeiter haben viel, viel geleistet, um die Rasenfläche in einen guten Zustand zu bringen. Hier haben wir die Dresdner. Teuber, Schössler, Lieberam, Wagenhaus, Büttner, exakt die Abwehr, die auch zuletzt gegen Leipzig spielte, dann Mario Kern, Hauptmann, Pilz, Scholz, Alevi und Gütschow. Da fehlen also Ralf Minge, der leicht verletzt ist. Er hat eine Knöchelverletzung, Uwe Jenicher langzeit verletzt, Jörg Stübner auch nicht mit dabei. Aber ansonsten das Beste, was die Dresdner im Moment haben. Die Bayern, Aumann im Tor, dann Roland Grahammer, Flügler, Kohler, Reuter, Strunz, Ziege, Sternkopf, Michailovic, Thon und McInerney. Nun brauchen Sie keine Angst zu haben, liebe Fußballfreunde. Sie sind, ich sagte es schon, bis auf Augenthaler, alle da. Auch Effenberg, auch Brian Laudrup. Und wir werden sie im Verlaufe dieses Spiels ganz sicher noch sehen. Vielleicht, Peter, von Ihnen den ersten Kommentar zu dieser Besetzung der Bayern. Ja, ich habe persönlich mit dieser Besetzung gerechnet, aufgrund der Tatsache, dass der Trainer der Bayern, Jupp Heynckes, den vermeintlichen Ersatzspielern, Auswechselspielern der zweiten Garnitur die Chance gibt, sich heute hier in dem mit Sicherheit nicht gar nicht so unwichtigen Spiel nochmal richtig zu profilieren, sich zu zeigen und sich möglicherweise für die ersten Elf fürs nächste Wochenende zu empfehlen. Da haben wir die beiden Ausländer, McInerney und Michailovic, und den Mann in Schwarz, das ist Wieland Ziller aus Königsbrück. Anstoß, wir hoffen, dass es gute, unterhaltsame 90 Minuten werden. Es könnte ein bisschen länger dauern, dann nämlich, liebe Fußballfreunde, wenn es hier nach 90 Minuten unentschieden steht, dann gibt es gleich ein Elfmeterschießen und das ist ja immer interessant. Der Kapitän heute, Hansi Flügler mit der 3 hier am Ball. Wer wird Libero spielen für Klaus Augenthaler? Ja, ich gehe davon aus, dass, wie man jetzt im Augenblick auch schon sieht, der Reuter die Position einnehmen wird. Und je nach Spielanlage der Dresdner könnte auch durchaus die Möglichkeit bestehen, dass die Bayern auf einer Linie hinten spielen. Mhm. Und der Aufsteiger des Jahres, der Mann mit der Nummer 6. Viel Lob in den letzten Monaten. Werden sich die sogenannten Reservisten heute besonders engagieren? Ja, ich meine, man hat heute die Möglichkeit, sich zu zeigen vor einem relativ ansprechenden Publikum in einem relativ wichtigen Freundschaftsspiel. Man hat keine Nervenbelastung und ich glaube, die werden mit Sicherheit mit aller Gewalt versuchen, sich bei Jupp Heynckes aufzudrängen. Flügler. Sergio Alevi mit der 10. Den hatten Sie wohl auch schon mal unter Ihren Fittichen, oder? Nein, unter meinen Fittichen nicht, aber ich habe ihn des Öfteren beobachten können. Aus der Amateurklasse kommend von SV Schonnebeck aus Essen ist er dann nach Wattenscheid gewechselt. Direkt vor meiner Haustür, da habe ich ihn des Öfteren gesehen. Interessant vielleicht heute Morgen noch ein kurzes Gespräch mit ihm beim Kaffeetrinken. Und Sergio will heute natürlich auch vor allen Dingen seinen ehemaligen Kollegen aus der ersten Bundesliga beweisen, dass er hier mit Sicherheit keinen Schritt zurück, sondern einen nach vorne gemacht hat. Ja. Wagenhaus. Der Andreas Wagenhaus hat ja im Punktspiel gegen Lok Leipzig ja ein Tor geschossen, ein sehr schöner Schuss mit links. Die Spieler frotzelten im Nachhinein, sagten er normalerweise, benutzte das nur zum Stehen, das linke Bein, als Gehhilfe.
schießt sonst nur mit rechts. Das kennen wir von den Bayern. Sie brauchen oft lange, spielen sich am Mittelfeld den Ball zu, um dann ganz plötzlich die Spitzen zu bedienen, aber klug abgefangen und Kontermöglichkeit. Halevi, könnte es allein probieren, macht er auch und Tick zu spät. Jürgen Kohler war dazwischen. Sergio Halevi, erstes Achtungszeichen, gute Aktion, bisschen zu spät vorbeigetrennt, oder? Ja, ich meine, aber er hatte als Stürmer nur die eine Möglichkeit, als er die Lücke gesehen hat, da versuchen, mit hohem Risiko reinzustoßen. Hat das Sergio gut gemacht, nur leider fehlte für ihn, leider auf seine Person bezogen, der krönende Abschluss. Aber interessant zu sehen, bereits jetzt in der Anfangsphase, dass die Bayern eben nicht mit Libero spielen, sondern dass sie sich abwechseln. Mal steht Jürgen Kohler in der Position, mal Reuter, mal sogar Strunz. Man nimmt die Leute auf, die in den jeweiligen Räumen gerade auftauchen und spielt ohne Libero. So ein Spiel benutzt ja Jupp Heynckes, der Chef der Bayern, auch dazu, um ein bisschen zu probieren. Könnte das eine Variante sein? Ja gut, das hängt natürlich immer vom Gegner ab. Man hat ja im letzten Bundesligaspieltag gesehen, dass die Wattenscheider, die mit 4 Mann auf einer Linie spielen, gegen diese Bayern ganz, ganz schlecht ausgesehen haben. Das kann natürlich vorkommen, aber ich glaube, dass der Jupp Heynckes bei dem System bleiben wird, was er am Anfang der Saison gespielt hat, was er im Prinzip schon die ganze Zeit bei den Bayern spielt. Denn letztendlich hat er damit Erfolg und keinen Grund, diesbezüglich irgendwas zu ändern. Kann ja schießen, der Olaf Thon. Spielt ja früher bei Schalke 04. Hier haben wir die Dresdner Auswechselbank. Andreas Trautmann also dort schon Platz genommen. Auswechseltorhüter, der junge Köhler. Sven Radke von Anfang an also nicht dabei, aber ich bin sicher, Reinhard Höfner, den wir ganz vorhin gesehen haben, wird ihn noch bringen. Erster Eckball im Spiel. Attackiert von Heiko Scholz und von Steffen Büttner. Er war ja lange verletzt. Wollen wir hoffen, dass alles wieder in Ordnung ist. Er braucht eigentlich noch ein paar Spiele, ne? Ja, aufgrund dieser Tatsache hat der Jupp ihn heute auch mit Sicherheit von Anfang an gebracht und ich gehe fast von aus, dass er auch durchspielen wird. Denn solche Spiele sind gerade für den Olaf Thon unheimlich wichtig, für einen Mann, der so lange verletzt war. Er braucht den Spielrhythmus, um dann letztendlich nicht nur bei Bayern München die spieltragende Persönlichkeit zu werden, sondern letztendlich auch wieder den Schritt zur Nationalmannschaft zu machen. Dritter Eckball für die Bayern innerhalb ganz kurzer Zeit. Man hat ja hier einen interessanten Vergleich. Zweiter der Oberliga Nordost gegen den Zweiten der Bundesliga. Meister gegen Meister. Und ich kann mir schon vorstellen, dass die Dresdner vom Ehrgeiz beseelt sind, die größte deutsche Mannschaft der letzten Jahre hier richtig herauszufordern. Getroffen und Alan McInerney hatte auch eine Chance. Die Bayernbank, also Effenberg, Wohlfahrt, Lautrup, Bender, die gehören normalerweise zur ersten Garnitur. Der kleine Schwabel und der Ersatztorhüter Scheuer. Für sie sicherlich auch interessant, die Kollegen spielen zu sehen. Ja, mit Sicherheit. Obwohl ich sagen muss, meine Kollegen spielen nicht. Mein Kollege Jupp Heynckes sitzt auf der Bank. Ist vielleicht auch besser so, dass wir irgendwann mal aufgehört haben, Fußball zu spielen. Hans-Uwe Pilz mit Pass auf Detlef Schössler. Pilz, Rückkehrer aus
Köln, von Fortuna Köln. Ja, das war ein bisschen zu weit. Sie haben ihn sicherlich gesehen. Ja. Wie schätzen Sie ihn ein? Uwe Pilz, habe ich mal gesagt, bei den ersten Auftritten, die er bei Fortuna Köln hatte, in der zweiten Bundesliga, dass er von der Spielanlage durchaus mit einem Mann, wie gut in früheren Zeiten, mit Wolfgang Overath zu vergleichen ist, ein typischer Spielmacher, der geniale Bälle spielen kann, sowohl aus dem Stand als auch aus der Bewegung, der allerdings Probleme hatte in der zweiten Liga. Die Anlage da sieht ein klein wenig anders aus als in der ersten Liga oder möglicherweise auch hier in der Oberliga Nordost. Er ist natürlich nicht jemand, der nach hinten gerne arbeitet. Er ist ein Spielmachertyp und aufgrund dieser Tatsache hat er auch seine Probleme bei Fortuna Köln, weil ähnlich gelagerte Leute bei Fortuna mit ihm zusammen im Mittelfeld spielten und von daher seine Probleme. Ja, der Hans-Uwe Pilz braucht schon ein paar Freiräume und wenn mehrere Spieler diese Freiräume für sich beanspruchen, dann wird es natürlich knapp. Das ist richtig. Und das war wohl bei Köln so, ne? Das ist richtig. Man sagt ja immer wieder, eine Mannschaft braucht nicht nur ein oder zwei Häuptlinge, es braucht auch Indianer. Und im Kölner Mittelfeld sah es eben so aus, dass fast nur Häuptlinge rumgelaufen sind. Und einer von diesen Häuptlingen war halt der Uwe Pilz. Also die Bayern kontrollieren eigentlich das Spiel in dieser Anfangsphase ganz klar. Seit 87 verantwortlicher Trainer beim FC Bayern München, Jupp Heynckes. 45 Jahre alt, 39 A-Länderspiele für die Bundesrepublik bestritten. War 8 Jahre Cheftrainer bei Borussia Mönchengladbach. Flügler. Wagenhaus wirft sich in diesen Schuss von Thon. Und Lieberan passt auf. Aber die Dresdner kommen nicht aus der eigenen Hälfte. Hier Reinhard Häfner, 38 Jahre alt, 57 Mal in der A-Mannschaft. 1976 unter anderem in Montreal Olympiasieger mit einem ganz wichtigen und schönen Tor. Und er war ja auch dabei, als die Bayern hier gegen Dresden 3:3 spielten. Schoss da das 3:2. Flanke Strunz. Möglichkeit über Ralf Hauptmann, der ja eigentlich ein Brillenträger ist, der ohne Haftschalen spielt und der immer ein paar Probleme hat, wenn es heißt, es ist ein Abendspiel, das Flutlicht wird angeschaltet. Olaf Thon. Michael Sternkopf. Publikumsliebling. Und Ronny Teuber. Wieder Pilz. Champi, wie er von seinen Freunden genannt wird. Edelpilz Champignon her. Gut schon, er kann rechts und links schießen. Aber er braucht natürlich den Platz dazu. Jürgen Kohler. Mario Kern. So langsam nun einmal alle Dresdner in der Bayernhälfte, aber abseits. Die Abseitsfalle bei den Bayern funktioniert ja bestens. Selbst dann, wenn nicht die unbedingt eingespielte Abwehr dabei ist, man sieht, jeder der Bayern-Spieler ist in der Lage, die Position, die jeweilige Position eines anderen zu übernehmen und das macht letztendlich auch die Stärke dieser Mannschaft aus. Wenn man sieht, welchen kultivierten Ball die Bayern hier spielen, wenn man sieht, wie die Bank besetzt ist, wie die ersten Elf, die jetzigen ersten Elf besetzt sind, da kann man schon irgendwo von Neid ablassen. Hätten Sie sicherlich jeden gerne in Schalke gehabt, oder? Ja gut. Ist eine Frage des Geldes.
Ja, das hatte ich ja selbst persönlich nicht. Da müsste man sich mit dem Herrn Eichberg, unserem Präsidenten, unterhalten. Aber Peter, vielleicht an dieser Stelle ein Wort zu Ihrer Entlassung. Denn es kam ja für viele sehr überraschend. Schalke steht ganz oben in der Tabelle der zweiten Bundesliga. Sie haben... Achtung! Keine schlechte Chance. Christian Ziege, der ja früher bei Hertha Zehlendorf spielte. Wir setzen unseren Gedanken gleich fort, warten wir noch diesen Eckball ab. Mittlerweile Nummer 4. Und Roland Grahammer, der ja fast noch mit zur Weltmeisterschaft gefahren wäre, sich in den letzten Spielen auch in gute Form gebracht, kurz vor der WM. Ein Bayern-Spieler lag im Strafraum, deshalb diese kurze Unterbrechung, aber es geht weiter. Ja, Peter, Sie lagen unter den Trainern der ersten und zweiten Bundesliga in der Sympathieskala ganz weit vorn, weshalb dann plötzlich auf einmal der Stuhl vor der Tür steht. Wissen Sie es? Ja, ich meine, im Prinzip weiß ich es nicht genau, aber ich beziehe mich insofern auf die Aussagen des Präsidenten, der da gesagt hat, dass die Verlängerung um ein Jahr bei Schalke durchaus möglich gewesen wäre, die von mir geforderte Verlängerung des Vertrages um 2 Jahre allerdings nicht. Mal in die Sache zu kommentieren, bedarf es im Prinzip nicht, denn man muss nur auf den Tabellenstand gucken. Riesenchance nach dieser Eingabe von Ton. Und Kontermöglichkeit. Kriegt er noch? Ja. Der Sergio Allegri kann ja dribbeln, am Ball ist er stark. Stefan Reuter. Viertelstunde gleich vorbei. Spielstand 0:0 für alle Spieler. Für alle Zuschauer, die sich vielleicht ein bisschen später in die Übertragung eingeschaltet haben, sie sind live dabei im Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden beim Deutschland-Cup zwischen Dynamo Dresden und dem FC Bayern München. Manfred Strunz. Bayern suchen immer wieder Olaf Thon, er soll wohl ein bisschen Regie führen. Ja, er wechselt sich in der Position mehr oder weniger ab mit dem Thomas Strunz. Der Olaf ist natürlich ein Spieler, der jederzeit in der Lage ist, einmal wenn er hinter den Spitzen spielt oder wenn er zentral im Mittelfeld spielt, das Spiel an sich zu reißen. Er ist ein Initiator, der da obendrein noch torgefährlich werden kann. In Normalform ein Mann, der nicht zu ersetzen ist. Wir wissen nicht, was die Bayern bekommen. Aber die Dresdner Spieler erhalten, wenn sie hier gewinnen, 3.000 Mark. Kleiner Anreiz. Und kein schlechter, wie ich meine. Das ist richtig, aber ich glaube kaum, jetzt beim laufenden Spiel, dass irgendeiner der Spieler an irgendwelche Prämien denkt. Ja, die wollen das Spiel gewinnen. Erster Ausflug für Raimund Aumann. Raimund Aumann, der Bayern-Spieler des Jahres. Erste Raunen hier durch das Stadion. Allegri gegen Flügler. Radmilo Mihajlovic. Michael Sternkopf. Und toller Spielzug. So schnell kann es gehen. 2-3 Stationen und die Bayern sind kreuzgefährlich vor dem
Dresdner Tor. Schauen wir nochmal zu. Will den Ball wohl über Ronny Täuber, der jetzt sich von der Linie löst, ins lange Eck lupfen, geht unter den Ball, aber der doch etwa 2-3 Meter am Kasten vorbei. Reuterton. Der Ball wird von hinten ein bisschen gedrückt. Ronny Täuber, der 25-jährige Schlussmann. Noch haben sich die Bayern nicht richtig warm geschossen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass er sein Können hier noch das ein oder andere Mal zeigen muss. Heiko Scholz. Die Dresdner verstärken sich ja. Am 2. Dezember kommt Uwe Rösler, ein weiterer Angriffsspieler. Sie haben ja ein paar Probleme im Angriff. Das hat man auch im letzten Punktspiel gegen Lok Leipzig deutlich gesehen. Sergio Aleri. Er schaut, wo läuft einer mit? Muss es allein probieren. Rollt durch die Lücke und nun die Bayern. Aber ich glaube, mein Kollege Gottfried Weiser hat einen Dresdner Spieler am Mikrofon. Und da sollten wir doch mal uns anhören, was der Ralf Menge sagen will. Ralf Menge, auf ein Wort. Wie ist der Kommentar des Kapitäns, der heute nicht an Bord ist? Ja, das ist eine sehr reizvolle Aufgabe hier mit Bayern München. Und es ist schade, dass ich heute hier nicht zum Einsatz kommen konnte. Ich habe eine leichte Sprunggelenkverletzung und ich hoffe, dass wir was zu bestellen haben. Also die ersten Minuten ist zwar die Bayern-Mannschaft überlegen, aber ich würde schon denken, dass wir unsere Kontermöglichkeiten auch noch besser ausspielen können. Danke, Ralf Menge. Wir geben wieder hoch zu Hans-Joachim Schröter. Bitte. Ja, die Bayern sind überlegen und sie sind wieder am Ball. Spielaufbau bedächtig. Ah, die Attacke nicht ganz sauber gegen Alan McInally. Kopfballstarker Mann. Aber Wohlfahrt und Brian Laudrup sind im Moment erste Wahl bei den Bayern. Ja, das ist richtig. Die Bayern können, glaube ich, kaufen, wenn sie wollen. Roland Wohlfahrt wird immer spielen, sich immer durchsetzen. Ein eminent torgefährlicher Mann. McInally hatte seine Startprobleme bei den Bayern. Andererseits muss man aber auch sagen, dass der Alan McInally ein Spieler ist, der normalerweise von außen mit Flanken gefüttert werden muss. Ein Mann, der unheimlich viel Platz schafft für seine Mitspieler. Und in der Bayern-Spielanlage der jetzigen Zeit hat es natürlich irgendwo schwerer als ein Roland Wohlfahrt oder ein exzellenter Techniker wie Brian Laudrup. Obwohl ich glaube, wenn der Brian in der zweiten Halbzeit eingewechselt wird, ich gehe davon aus, dass es geschehen wird, auch er Schwierigkeiten bekommen wird. Denn wenn man hier bei den Nahaufnahmen sieht, der Rasen wird immer schwerer zu spielen. Die Löcher werden größer und von daher ist die enge Ballführung, die der Brian Laudrup normalerweise bevorzugt, nicht unbedingt so gut zu spielen wie auf normalen Bedingungen. Ich hoffe dennoch, dass der Brian Laudrup uns nachher ein paar Proben seines Könnens zeigt. Vielleicht spielt er ja ein klein wenig über außen, was die Bayern im Augenblick nicht machen und da ist die Rasenfläche ja noch gut bespielbar. Ja. Aber der Alan McInally ist auch seine Art Joker, nicht? Ja, ist ein Mann, den man schnell mal ins Spiel bringen kann, der immer vernünftige Einstellung, richtige Einstellung zeigt, wie fast alle Spieler, die von der Insel kommen. Ein Mann, der in der Mannschaft hervorragend aufgenommen wird, der sich gut verhält und immer und stets torgefährlich ist. Sah gefährlich aus, diese Aktion. Ronny Täuber war da. Kopfball von Manfred Strunz.
die Thorsten Götze immer lauert. Er ist ja ein Torjäger, hat Torinstinkt, zweifellos. Weiß, wo sich die brenzlichen Situationen zusammenbrauen. Roland Wohlfahrt, bester Torschütze in der Bundesliga. Ich glaube, er hat jetzt 9 Treffer erzielt. Ja. Und der Thorsten Götze, bester der Oberliga Nordost mit 8 Toren. Distanz versuchen Heiko Scholz. Nicht schlecht, Ralf Hauptmann. Hier sehen wir nochmal, die Dresdner versuchen es jetzt doch ein bisschen aggressiver, kommen auch gut über die Flügel. Das ist richtig, vor allem immer wieder über Sergio Allier, wie der wirklich das unter Beweis stellt, was er mir heute Morgen schon angekündigt hat. Er möchte sich hier nicht nur in Dresden profilieren, sondern sich auch vielleicht zeigen für irgendwelche anderen Vereine. Ja. Und man sieht an Gützlo, dass er wirklich ein Mann ist, der sich hervorragend bewegen kann, der antriebsschnell ist und der irgendwo den Instinkt hat für Situationen, die irgendwo mal gefährlich werden können. Können die vielleicht jetzt eine Phase des Spiels eintreten, wo die Bayern, die ja eigentlich 20 Minuten lang den Gegner verhältnismäßig klar beherrscht haben, sich sagen, naja, also es läuft eigentlich ganz gut und ein bisschen Nonchalance kehrt ein? Na gut, ich würde nicht unbedingt so sagen, die Dresdner ziehen sich geschickt zurück, die Dresdner versuchen die Räume nach hinten eng zu machen und die lassen die Bayern spielen. Es sieht nicht unbedingt nur so aus, dass die Bayern den Gegner kontrollieren, sondern die Dresdner versuchen aus der Defensive heraus mit Kontern zu erlauben. Die Dresdner so. Thomas Strunz. Wenn er das geahnt hätte. Ja, aber durch die Mitte zu spielen ist unheimlich schwer. Dieser Doppelpass war irgendwo vorher schon telefoniert. Der Mann mit der 7 bei den Bayern bringt sich ein bisschen wenig ins Spiel. Christian Ziege. Ja, für ihn ist es natürlich auch unheimlich schwer, hier sich in die Mannschaft einzufügen. Er hat noch nicht so viele Einsätze, aber man weiß ja, dass Christian Ziege mit Sicherheit eines der größten Talente im deutschen Fußball ist. Alevi. Gegen Kohler. Dann der Pass nach innen. Ich glaube, Thorsten Götze. Na gut, er hat sich selbst das Standbein weggespielt. Ich glaube auch, ja. Ohne Einfluss des Gegners, aber auch das kann schmerzhaft sein. Ball nicht richtig getroffen. Tja, gute Freistoßmöglichkeit für den ersten FC Dynamo Dresden. Da gibt es ein paar Spezialisten. Pilz, Wagenhaus, der zuletzt geschossen hat, da auch Lieberam. Versuchte dort zu heben. Oh, gut gespielt. Ja, Andreas Wagenhaus, das war ein bisschen weit. Ja, kleine Pause im Spiel und Gottfried Weiser hat wohl jetzt Reinhard Häfner am Mikrofon. Reinhard, Sie sind sehr engagiert. Gibt es Erinnerungen an die Treffen vor 17 Jahren? Nein. Halt, ich gucke mir das Spiel an und das ist das Einzige, was mich interessiert. Ihr Kommentar bis zu jetzt? Wir haben ein Riesenergebnis mit 0-0 nach einer halben Stunde. Alles Gute. Danke.
Ich glaube, dem kann man eigentlich nur beipflichten, 0-0. Das ist richtig, allerdings finde ich es eigenartig, wenn der Trainer von Dynamo Dresden, eine Mannschaft, die sich eigentlich vor keiner anderen Mannschaft verstecken muss, schon damit zufrieden ist, beziehungsweise davon redet, ein Riesenergebnis erzielt zu haben, beim Heimspiel 0-0. Ich persönlich habe eine andere Auffassung, muss nicht unbedingt die bessere sein, aber ich bin ein Siegertyp und meine, bin dann zufrieden, wenn man führt. Ja, der Reinhard, der kennt seine Jungs sicherlich ein bisschen besser, weiß, was die Mannschaft im Moment zu leisten in der Lage ist und ist halt mit dem Erreichten zufrieden. Aber wir wollen sehen. Vielleicht zeigen uns die Bayern vor der Pause noch ein bisschen was. Alan McInally, es ist natürlich schwer, den Ball auch richtig zu treffen bei diesem Rasen. Schauen Sie mal an, wie viele kleine Hügelchen und Hügel hier schon zu sehen sind. Mihajlovic, guter Pass in den Lauf. Er sprang ein bisschen hoch. Im letzten Moment sprang der Ball hoch. Wagenhaus. Na, klares Foul. Aber die Dresdner müssten diesen Freistoß schneller ausführen. Gut, da liegt aber jemand noch verletzt. Ja, deshalb hat der Schiedsrichter auch wahrscheinlich unterbrochen, sonst hätte er eventuell Vorteil laufen lassen. Mario Kern war das, glaube ich. Er ist ja für Sven Radke in die Mannschaft genommen worden. Sven Radke hat noch gegen Lok Leipzig gespielt. Radke aber ein offensiver Spieler, ein Angriffsspieler. Mario Kern im Mittelfeld und defensiven Bereich spielt ja auch schon Libero hier in Dresden. Vielleicht hat man zu viel Respekt vor der Angriffswucht des FC Bayern München und deshalb dieser taktische Schachzug. Halbe Stunde gespielt und Riesenchance für Dynamo Dresden. Eieieiei. Sergio Alevi mit dieser Möglichkeit. Weiß nicht, ob sowas nochmal wiederkommt. Er ist volles Risiko gegangen. Ja. Entweder Tor des Monats oder Pfiffe vom Publikum. Wobei ich allerdings sagen muss, dass das Publikum sich hier in Bezug auf die eigene Mannschaft ganz hervorragend verhält. Fortwährende Anfeuerungsrufe, beispielhaft. Aus der Luft und ein bisschen mit dem Außenriss erwischt. So einen Ball muss man voll erwischen. Ja, das ist richtig. Klappt nicht. Im Mittelfeld ist ein bisschen wenig Bewegung im Moment. Pilz. Sehr schöner Pass. Ah, gegen drei Bayern, da wird es natürlich schwer. Alevi. Stefan Reuter. Der wäre fast ins eigene Netz gegangen. Aber wieder gut gemacht von Sergio Alevi. Schauen Sie die Dresdner Spieler, die feuern sich gegenseitig an. Einmal wird es schon klappen. So etwa nach diesem Motto. Und erster Eckball für Dynamo Dresden. Thorsten Wittschow. 40% seiner Tore mit dem Kopf und jeweils 30 mit rechts oder links. Aber das scheint sich wahrscheinlich bis zu Bayern München nicht rumgesprochen zu haben. Denn ansonsten dürfte so ein Mann nicht total blank im 16-Meter-Raum rumstehen. Ja, vielleicht haben sie ihn jetzt registriert, den Mann mit der Rücknummer 11. Man will ja hier in Dresden die Daumenschrauben anziehen. Ein ganz interessanter Fakt.
Christoph Daum ist zwar jetzt beim VfB Stuttgart verpflichtet worden, aber der Name geistert nach wie vor hier im Club Casino und in den Räumen des 1. FC Dynamo Dresden herum. Er soll, man bemüht sich um Christoph Daum, gegen Ende der Saison nach Dresden kommen, wenn die Bundesliga-Saison gespielt ist. Man will ihn immer noch als technischen Direktor. Trainer und Spieler sind dagegen. Wie sieht das ein Außenstehender, Peter? Ja, ich bin mit Sicherheit außenstehend, aber ich glaube, dass der Christoph ein derart engagierter Trainer ist, der irgendwo auch den grünen Rasen braucht. Also ich mir kaum vorstellen kann, dass er irgendwann in der näheren Zukunft irgendwie eine Position einnimmt, mit der er keinen direkten Kontakt zu den Spielern hat. Sprich, dass er aus einem Büro herausarbeitet oder irgendeine Funktionärstelle einnehmen wird. Christoph ist ein Fußballer von oben bis unten und durch, da heißt es auf Erfolg. Und ich gehe davon aus, dass er im VfB Stuttgart Erfolg hat. Und andererseits muss ich sagen, wenn sich Mannschaft und Teile der Vereinsführung bzw. Trainer eindeutig gegen einen Mann wie Christoph Daum ausdrücken, ist das natürlich schwer für ihn auch zu arbeiten. Vielleicht ist es nur ein psychologisches Druckmittel. Ist nur die Frage für wen, ob für den VfB Stuttgart, um den Vertrag noch länger oder noch mehr zu verlängern oder vielleicht für Dynamo Dresden. Ja. Scholz und Pilz. Die sich da beide im Moment was zu sagen haben, hier Jupp Heynckes. Acht Bayern jetzt im eigenen Strafraum. Hauptmann verfolgt von Grahammer. Und Wieland Zöller gibt Abstoß. Das hat ein Teil der Zuschauer anders gesehen. Ja, das machen sie ganz geschickt. Dieses direkte Weiterleiten des Balles. Und Chance. Oh, sollte das eine Eingabe werden oder vielleicht ein Schlenzer? Er wollte den Ball auf den zweiten Pfosten ziehen, nur keiner hat den Weg dahin gefunden. Das war der junge Christian Ziege. Bislang kein großes Spiel. Ich glaube, diese Einschätzung kann man nach etwa 35, 40 Minuten machen. Aber wer das erwartet hatte, es geht ja hier im Prinzip vielleicht ein bisschen ums Prestige, aber doch um keine wichtigen Punkte oder Trophäen. Na, was machen die Dresdner jetzt? Detlef Schössler kann sehr gut flanken. Wollen wir sehen, ob das uns zeigt. Na. Dresden bleibt dran. Aber die Bayern kontrollieren jetzt wieder das Spiel. Wir haben eine kurze Stimme mit Jupp Heynckes gemacht. Mein Kollege Dieter Nickles und ich glaube, wir haben... Naja, warten wir noch einen kleinen Moment. Jetzt ist der Ball im Aus. Die Gelegenheit, das jetzt einzuspielen. 10 Minuten bis zur Halbzeit. Was werden Sie der Mannschaft denn in der Pause sagen? Ja, zuerst muss man sagen, dass Dynamo sehr ehrgeizig spielt. Sie betrachten das mehr als Freundschaftsspiel. Aber für den schlechten Boden ist es meines Erachtens ein gutes Spiel. Nur vielleicht zu wenig Torszenen. Wir müssen etwas mehr für die Offensive tun, weil...
wir lassen uns zu sehr in die Defensive hineindrängen und wir müssen eigentlich viel mehr Initiative ergreifen. Okay, vielen Dank. Ja, danke Jupp Heynckes. Da haben wir die Stimme des Bayern-Coaches gehört. Freistoß für den ersten FC Dynamo Dresden. Sie sehen die Torentfernung. Gute Gelegenheit, Heiko Scholz. Ja, der Boden ist schwer. Man sieht es bei jedem Tritt. Schauen Sie an, wie schwer es Michael Sternkopf hat. Es sollte ja um 18.30 Uhr hier ein Vorspiel geben zwischen der Dresdner Mannschaft, die 1973 gegen die Bayern angetreten ist, und der Pokalsiegermannschaft des 1. FC Magdeburg von 1974. Aber man hat dieses Spiel abgesagt. Wenn Sie die Rasenfläche sehen, ich glaube, dann wissen Sie Bescheid. Und jeder Fußballfreund hat dafür auch Verständnis. Obwohl es nicht uninteressant gewesen wäre, die alten Kempen mal wieder spielen zu sehen. Bei den Dresdnern damals dabei Häfner und Hartmut Schade, die beiden Trainer, blutjung. Dann Eduard Geier, dessen Laufduell gegen Uli Hoeneß er sicherlich nicht so gerne sieht. Vorne spielten Sachse und Heidler, im Tor Klaus Boden, der sich eigens für dieses Spiel einen Pullover gekauft hat, einen gelben Pullover. Ronny Teuber hat auch einen gelben Mann, aber wird sicherlich nicht mehr der von damals sein. Hier haben wir Reinhard Häfner, machte damals eines seiner ersten Europacup-Spiele und ich sagte vorhin, schoss ein wichtiges Tor. Aber der Reinhard Häfner, das haben wir am Blick gesehen, engagierter als Jupp Heynckes. Ja, das hat der Jupp Heynckes ja gerade schon mal gesagt, dass die Dresdner hier wirklich engagierter zu Werke gehen als die Bayern. Aber das ist mehr oder weniger auch irgendwo auf die Spielsysteme zurückzuführen, wenn man hier sieht, dass die Bayern wie immer im Raum spielen, im Raum versuchen, in die Zweikampfarbeit zu gehen. So kann man hier feststellen, dass Dresden über den ganzen Platz verteilt in der Manndeckung spielt und von daher näher und eher am Mann ist, auch in anderen Zonen, die normalerweise gar nicht so bekämpft werden. Von daher die Aggressivität und die Zweikampfstärke, die sie durchaus zeigen und die teilweise für die Bayern recht überraschend kommt. Wird in der Bundesliga so nicht gespielt, wie es die Dresdner hier demonstrieren? Nein, absolut nicht. In der Bundesliga spielt man normalerweise so, dass man mit wenigen Ausnahmen mit zwei Manndeckern spielt, einem Libero dahinter, und dann wird alles andere im Raum erledigt. Ob man mit Pärchenbildung spielt oder mit einem offensiven Mittelfeldspieler plus einer Viererkette oder ähnliche Variation ist eine andere Sache, nur man spielt im Mittelfeld normalerweise nur im Raum. Ist das Spiel der Dresdner zu kraftaufwendig? Das will ich nicht unbedingt sagen, das hängt immer von den Möglichkeiten ab, die die Mannschaft bringt. Ich meine, im Augenblick kann man sagen, dass sie die Laufwege, die sie machen müssen, in der Manndeckung hervorragend machen und den Bayern in Laufduellen noch nicht unterlegen waren. Das heißt, sollten die Dresdner den Sprung in die erste Bundesliga schaffen, dann wäre das für jeden Bundesliga-Trainer eigentlich jetzt die Anschauung. Ja, das ist mit Sicherheit richtig. Aufgrund dieser Tatsache, glaube ich, bin ich auch hier, denn ich habe die Hoffnung einfach nicht aufgegeben, dass ich in Kürze in der ersten Liga arbeiten werde. Ja, Peter, dafür wünschen wir Ihnen natürlich viel Glück und gute Angebote. Sind absolviert. Am Spielstand hat sich nichts geändert. 0:0. Hier Andreas Wagenhaus, der Recke bei den Dresdnern, 1,87 groß, 86 Kilo schwer. Den muss man erst einmal umspielen. So, wer ist bei den Bayern der Freistoßspezialist? Der ist zu Hause geblieben, der Klaus Augenthaler. Ja. Olaf Thon probiert es mit einer Flanke, aber schauen Sie an, weit hinter das Tor. So sieht's aus, wenn der Ball im Netz liegt. Ja. Ronny Teuber hatte zuletzt beim Europapokalspiel in Malmö eine große Stunde. Hielt dort einen Strafstoß und hatte so maßgeblichen Anteil am Weiterkommen der Dresdner. Und es könnte ja passieren, dass Dresden
gegen den FC Bayern München im Europapokal spielt. Das ist richtig, dann glaube ich aber, dass wir beide Mannschaften noch engagierter sehen. Dann glaube ich auch, dass nicht nur 12.227 Zuschauer wie im Augenblick hier im Stadion kommen werden, sondern dass das Stadion ausverkauft ist. Und dann wird man die Bayern und auch die Dresdner von ihrer richtigen Seite erleben. Und dann wird auch Laudrup im Moment, der im Moment auf der Bank sitzt, von Anfang an spielen. Gut, ich bin nicht der Trainer von Bayern München. Ich bin im Augenblick im Urlaub. Ich werde auch wahrscheinlich in Kürze nicht der Trainer von Bayern München werden, aber ich kann mal davon ausgehen, man muss davon ausgehen, dass ein Brian Laudrup in Normalform hier unter den ersten Elf zu finden ist. So, wollen wir mal sehen, was die Bayern jetzt aus diesem Eckball machen. Ihre kopfballstarken Leute sind in guten Händen. Wagenhaus kümmert sich um McAnally. Zu dicht auf das Tor von Täuber. Da hat er keine Probleme, obwohl er ja nicht ein Torwartriese ist. Und der Trend wohl auch dahin geht, dass man sehr große Torhüter hat. Das ist richtig, aber ich habe eine Aufzeichnung gesehen vom Spiel des SC Dynamo in Malmö. Und da muss ich sagen, hat er mehrfach im 16-Meter-Raum gezeigt, dass er wirklich in der Lage ist, Flanken abzufangen. Und das ist nicht unbedingt entscheidend, wie groß ich bin. Natürlich ist es körperliche Voraussetzung, die man haben muss, eine wichtige Sache. Nur wenn ich ein vernünftiges Raumzeitgefühl habe, gute Sprungkraft habe und fangsicher bin, dann kann ich auch mal den einen oder anderen fehlenden Zentimeter damit ausgleichen. Und das hat der Torwart von SC Dynamo Dresden in Malmö bei dem Spiel, das ich gesehen habe, mit Sicherheit des Öfteren gezeigt. Der Ronny Täuber hat hier in Dresden eine Menge dazugelernt. Spielte früher beim ersten FC Union Berlin in der Wuhlheide. Ja, da die letzte Spielminute hier der ersten Halbzeit angebrochen ist, Peter, vielleicht ein Fazit? Ja, ich meine, im Prinzip habe ich genau diesen Spielablauf nicht unbedingt erwartet, aufgrund der Tatsache, weil ich glaubte, dass vor allen Dingen aufgrund dieser Platzverhältnisse vielleicht im Defensivbereich der einen oder anderen Mannschaft mehr Probleme auftreten können. Demzufolge mehr Torchancen erarbeitet werden auf beiden Seiten. Für mich, wie gesagt und vorhin schon angesprochen, verwunderlich, dass die Dresdner hier in einer reinen Manndeckung spielen. Verwunderlich für mich andererseits, dass die Bayern trotz der schlechten Bedingungen einfach, wie Jupp Heynckes auch schon sagte, zu wenig nach vorne spielen. Und da kommt der Halbzeitpfiff. 0:0 der Pausenstand zwischen Dynamo Dresden und dem FC Bayern München. Und wir geben von hier oben zurück in die Sendezentrale. Zu Hause. Warum schenkt man Weihnachten eigentlich Moschee? So, liebe Zuschauer von Sat1, das Spiel hier in Dresden läuft 2 Minuten. Die zweite Halbzeit hat also exakt vor 120 Sekunden begonnen. Es steht nach wie vor 0:0. Damit sind Sie informiert. Es gibt ein paar Auswechslungen. Ich glaube, der Blonden Schopf des Effenberg gesehen zu haben. Jawohl, da huschte er durchs Bild. Also wir wollen mal schauen. Insgesamt dürfen ja 7 Spieler ausgewechselt werden. Wir wollen mal sehen, ob wir da den Überblick behalten. Unser Co-Kommentator, der macht sich schon dabei und versucht herauszubekommen, für wen er im Bild ist. Hier ist der Stefan Effenberg. Millionen-Einkauf. Und mittlerweile einen Stammplatz bei den Bayern, der nun in diesen zweiten 45 Minuten zeigen wird, was er kann. Ja, er ist für Jürgen Kohler ins Spiel gekommen. Ebenso den Platz verlassen hat wie Jürgen Kohler, der Roland Grahammer. Dafür ist Allan Nielsen im Spiel. Dann sehe ich den Manfred Bender auf der linken Seite auf seiner eigentlich angestammten Position spielen. Da fehlen also noch Wohlfahrt und Laudrup. Ja, da wird der Jupp Heynckes wahrscheinlich noch ein klein wenig warten. Er hat den Nachwuchsspieler Christian Ziege aus dem Spiel genommen. Dafür auf dessen Position eigentlich jetzt Bender.
Ton noch dabei mit der 10. Und mit der 2 hat vorhin der Roland Grahammer gespielt, aber man hat vereinbart, dass der Roland Grahammer das Trikot auszieht und es dem Alan Nielsen übergibt. Wahrscheinlich haben die aus dem ursprünglichen Trikot vom Nielsen ein Autogramm-Trikot gemacht. Bender mit der 15. Auch mit guten Kritiken in den letzten Spielen. Ja, Sie sehen es, ich glaube, bei den Dresdnern habe ich keine Auswechslung feststellen können. Bender beschwert sich da ein bisschen bei Andreas Wagenhaus, der im Liegen, naja, sagen wir vorsichtig, nachgehakelt hat. Der FC Bayern München hat in der Pause massiv gewechselt. Zunächst der Torhüter für Reinhard Aumann steht nun Sven Scheuer. Für den Mannschaft Nummer 2, Roland Grahammer, ist seine andere 2 auf dem Spielfeld, Alan Nielsen. Da haben wir Sven Scheuer, hat ja selten Gelegenheit, sich dem Publikum zu präsentieren. Der zweite Torhüter des FC Bayern München, was ist der für ein Typ? Ja, ist ein guter Torwart, der auch schon international gezeigt hat, welche Klasse in ihm steckt. Er spielte damals für Raimund Aumann in Glasgow bei den Rangers und hat eine hervorragende Leistung gezeigt. Nur natürlich ist es schwer, aus dem Schatten eines solchen Mannes herauszutreten, wie es nun mal Raimund Aumann ist. Nielsen Schuss, abgefälscht. Hier haben wir den kleinen Mann. Pilz. Alevi mit guten Szenen in der ersten Halbzeit. Guter Pass von Steffen Dittmar. Riskanter Rückpass von Effenberg. Ah, sehr schön aufgelöst. Sehr schön aufgelöst. Das kann er. Ja, da sieht man die Fähigkeiten von einem Spieler wie Pilz. Und das hat er leider bei Fortuna Köln nicht unbedingt so häufig gezeigt. Vielleicht merkt man, dass er sich hier in Dresden wohler fühlt. Dresdner spielen jetzt in dieser Anfangsphase viel über die linke Seite. Reinhard Häfner, Dresdens Coach. Ja.
Stefan Reuter. McKinley gewinnt dieses Kopfballduell und landet auf seinem Kontrahenten. Oh, das sieht nicht gut aus. Andreas Wagenhaus am Boden. Und schöne Geste der Bayern, die den Ball ins Aus spielen, um dem Arzt und dem Masseur die Gelegenheit zu geben, sich um Andreas Wagenhaus zu kümmern. Dr. Wolfgang Klein übrigens bestritt in München 1973 als Arzt, als Betreuer dieser Mannschaft, sein erstes Europacup-Spiel. Mittlerweile hat er 80 mit Dynamo Dresden absolviert, die Dresdner insgesamt 98. Und sie machen ja in dieser Runde auf alle Fälle die 100 noch voll. Der nächste Gegner kommt. Wer es sein wird, warten wir es ab. Hier ist der Dr. Wolfgang Klein. Sehr engagierter Mann. So, nun kann ich mir vorstellen, das gebietet einfach die sportliche Fairness, dass gleich der Ball wieder in die Reihen des FC Bayern München gespielt wird. Frank Libera macht das auch. Sigo und Bender versuchten es im Duett. Die 12.000 sind gut drauf, feuern ihre Mannschaft nach wie vor an. Und das stimuliert natürlich zusätzlich. Ja, ein bisschen zu weit vorgelegt. Jetzt wird es gefährlich für die Dresdner. Mihajlovic. Noch leicht abgefälscht, aber auch ein bisschen an Schärfe genommen, dieser Schuss. Sie haben ihn sicherlich erkannt, Thomas Strunz. Hier kommt er zum Schuss. Und während unserer Zeit läuft, Konter für die Dresdner. Und Sergio Alevi hebt da die Arme. Oder war es Thorsten Gütschow? Ich glaube aber Alevi war es wohl. Alevi, und ich glaube auch, dass der mit Sicherheit immer schlechter werdende Boden jetzt die hundertprozentige Torschance der Dresdner zunichte gemacht hat. Kopf. Ihn will das Publikum sehen. Warum? Ja, ist ein, irgendwo ein richtiger Typ als Fußballer. Nicht nur seine langen Haare sind auffallend, sondern auch die Tatsache, dass er ganzjährig braun gebrannt ist. Und er liebt genau die Art Fußball zu spielen, die das Publikum ist auch liebt. Riskante Dribblings, Antritte, die mit Sicherheit schnell sind. Es kommt immer wieder gut zum Abschluss. Nur er hat es noch nicht ganz geschafft bei den Bayern. Gütschow. Ah. Aufgepasst, im richtigen Moment rausgetreten. Ja, ich bin in der Liebe, ich bin auf einer Höhe. Gemeint war der Stefan Effenberg.
der da auf einer Höhe spielt. Gemeinsam mit Reuter. Auch schwer zu bremsen, dieser Mann, Alan McInally. Naja, das sind fast 30 Meter. Aber wagt's trotzdem. Manfred Bender. Welches wäre denn das richtige Rezept auf diesem schweren Boden, der ja doch schon einige Unebenheiten zeigt? Ja, ich meine, wenn man nicht unbedingt zu diesem englischen Modell Kick and Rush greifen will, dann sollte man versuchen, die Rasenpartien zu benutzen, die noch relativ gut bespielbar sind. Und das sind halt die Außenpositionen, wo da läuft der Ball mir nach meinem Geschmack entsprechend nicht unbedingt gut. Bei beiden Mannschaften, die bevorzugen das Spiel durch die Mitte und da sind die Räume zu. Ah, Abseitsposition. Sehr riskant vom Effenberg gemacht. Wenn man weiß, dass die Regel sich geändert hat. Gleiche Höhe ist kein Abseits mehr. Und nun müssen sie neu aufbauen. Jupp Heynckes hat ja sich und seine Bayern-Spieler in die Pflicht genommen, als er nach der Meisterschaftsfeier am Münchner Rathausplatz seinen Fans versprochen hat, wir holen den Europapokal. Uli Hoeneß argumentiert ein bisschen anders, der sagt, wir sind froh, wenn wir den UEFA-Pokalplatz kriegen in dieser Saison in der Bundesliga. Ja, ich glaube nicht, dass man bei Bayern München in der Öffentlichkeit oder bei Bayern München selber verkaufen kann, dass man damit zufrieden ist, einen UEFA-Pokalplatz zu erreichen. Die Bayern müssen, das ist ihre Zielsetzung, Meister werden. Jetzt wechseln die Bayern aus. Stefan Reuter, der Kapitän, verlässt den Platz und bringt das hier kurz. Nee, auf keinen Fall, aber ich glaube, wir haben das Ziel. Ich weiß, dass jede Mannschaft schwer tut, hier vernünftig zu spielen. Wir versuchen dagegen zu halten, wir versuchen das Tempo mit aufzunehmen. Aber es ist schwer, auf dem Boden vernünftig zu spielen. Okay, danke. Das war Stefan Reuter. Ich hoffe, liebe Zuschauer, dass Sie seine Worte doch noch verstanden haben. Nun Manfred Schmabel im Spiel. Auch ein kleiner Spieler von Wuchs. Aber ein perfekter Fußballer. Ja, mit Sicherheit. Da ist der Stefan Effenberg ausgerutscht und Götze hat die Riesenchance und er nutzt sie. Das lässt sich der Torjäger der Dynamos aus Dresden nicht entgehen. Thorsten Götze. Partizipiert zweifellos vom Missgeschick des Stefan Effenberg, aber was dem einen sieht cool, ist dem anderen sie Nachtigall. 1:0 für Dynamo Dresden. Da schauen Sie, klassischer Ausheber ohne Kontrahentin vom Stefan Effenberg. Pass kam von Hans über Pilz. 63. Spielminute. Da jubeln auch die Balljungs. Da haben wir den Torschützen. Diesmal mit links. So, und nun müssen die Bayern natürlich vielleicht noch ein bisschen mehr tun. Ich glaube kaum, dass die Bayern sich so geschlagen geben. Und wenn man die Anzahl der klaren Chancen versucht, mit den anderen aufzurechnen, dann ist diese Führung nicht unbedingt überraschend.
Alevi zerreißt sich förmlich. Und bekommt einen Freistoß zugesprochen. McInally hatte ihn nicht sauber attackiert. Für die Dresdner Spieler, die wir heute Mittag haben kurz sprechen können, ist das natürlich eine Riesenherausforderung, gegen zum Teil Weltmeister spielen zu dürfen. Und wir haben uns ein Bild machen können in den vergangenen 65 Minuten. Sie zerreißen sich förmlich und bringen die Bayern in Gefahr. Und deren Reaktion jetzt zu sehen, das wird interessant sein. Ich weiß nicht, ob der Jupp Heynckes noch so regungslos auf der Bank sitzt, wie er das vorhin getan hat. Man sieht es deutlich, dieses Tor bringt wichtigen Motivationsschub bei den Schwarz-Gelben. Viel halten muss der noch nicht. Lange Schwabe. Man sieht es, die Bayern haben es eilig. Stefan Effenberg holt sich sogar selbst die Bälle. Alle Bayern in der Dresdner Hälfte. Oh, Ronny Gold im Nachfassen. Und Reinhard Häfner haben wir am Mikrofon, Gottfried. Mit einem verschmitzten Lächeln haben sie gesagt, Ronny Teuber holt den Ball schon runter. Sind sie bisher zufrieden? 1-0 in Führung. Der Kappner. Ja, das Spiel geht 90 Minuten, wir müssen das abwarten. Aber zunächst einmal haben wir gut gegengehalten und müssen abwarten. Weiterhin alles Gute, Reinhard Häfner. Danke. Der Reinhard Häfner ist ein so höflicher Mann, aber wenn er gefragt wird in solchen Situationen, dann schaut er den Interviewer natürlich nicht an. Da bleibt er mit dem Blick am Spiel und das ist interessant genug. Mit der 6 jetzt Thomas Strunz, der Kapitän der Bayern. Peter, wie könnte man denn diese
lauffreudige und doch verhältnismäßig kompakte Abwehr der Dresdner aufreißen? Was wäre das richtige Rezept? Ja, wie schon des Öfteren angesprochen, muss ich versuchen, wesentlich mehr über die Außenpositionen zu spielen. Und dann müssen die beiden Spitzen auf den ersten bzw. zweiten Pfosten gehen, also kreuzen. Nur in dieser Art und Weise, wie sich heute Michalovic und McInerney bewegen, dürfen sie kaum die Möglichkeit haben. Ich meine, normalerweise darf ich diese Kritik gar nicht ausbringen, bin ich der Trainer, aber dürfen sie kaum eine Möglichkeit haben, Laudrup oder Wohlfahrt zu verdrängen. Da erwartet man normalerweise von Auswechselspielern, die sich aufdrängen wollen, wesentlich mehr. Jupp Heynckes, der Coach der Bayern, hält sich lange zurück. Ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht auch sagt, der Boden ist zu schwer, zu uneben. Wir lassen Wohlfahrt und Laudrup ganz draußen. Möglicherweise aber auch aufgrund der Tatsache, weil er den beiden vorne, Michalovic und McInerney, eine echte Chance geben wird über 90 Minuten. Gewinnt eine Reihe von Duellen gegen McInerney. Fehlt im Moment auch das Überraschende in der Bayern 11. Nielsen. Ist er noch erwischt worden? Ja. Detlef Schöffler deutet an, was das Ganze sein sollte. Kommen die Bälle einfach nicht mit, das fehlt das letzte Quäntchen. Hauptmann. Alevi schafft es noch. Geschubst, gestoßen und nein, nicht im Tor. Riesenchance, wieder aber schön gemacht. Wieder einmal der Rasen schuld. Hervorragende Aktion von Sergio Allievi, der wirklich hier vor Spielfreude bremst. Prima, prima. Kompliment diesem Sergio Allievi. Er winkt hinüber zu seinen Fans. Jetzt schon ein bisschen zu weit mit dem Oberkörper. Der Ball bleibt hängen. Er kämpft sich aber durch und nimmt ihn noch mit der Sohle mit. Schade, dass es nicht ganz gereicht hat. Tolle Szene von Dynamo Dresden. Bei dem Spiel der Bayern können sich die Dresdner immer wieder orientieren, haben keine Probleme, diese Angriffe abzufangen. Ja, Pilz ist allein, muss warten. Und dann gelingt halt viel Detlef Schössler. Ist ja ein Linksbeiner, der Ex-Magdeburger. Verunglückte Kopfballabwehr von Pilz.
Wagenhaus, Büttner, Scholz. Ich glaube, mein Kollege Dieter Niklas hat einen Bayern-Spieler, aber wir sollten vielleicht erst noch diese Ecke abwarten. Auswechslung. Sergio Alevi, der sich zerrissen hat, der mit Applaus von den Zuschauern verabschiedet wird, geht vom Feld. Prima, danke Sergio Alevi. Danke auch von seinem Trainer Reinhard Häfner und für ihn nun der erst 18-jährige Sven Radke. Ja. Kommt die Ecke nochmal. Ich glaube, da kann man als Torwart auch nicht berühmt werden. Der Sven Scheuer hatte ja keinen einzigen Ball gehalten. Da musste er schon einen aus dem Netz holen. Und gegen dieses Tor konnte er wirklich nichts machen. Das ist das Torwart-Schicksal. Ja. Da haben sie den Spielstand. 76 Minuten gespielt. Dynamo Dresden führt gegen die berühmten Bayern. Ich glaube, auch die Dresdner haben jeglichen Respekt vor den Bayern abgelehnt. So, und jetzt wollen wir mal zur Bayernbank schauen. Was tut sich da? Wie ist die Stimmung? Roland Grahammer, die Zeit rennt davon. Was kann den Bayern noch zulegen? Na gut, ich hoffe, dass wir das 1:1 noch schaffen werden. Aber so wie es ausschaut, der Dynamo macht unheimlich viel Druck nach vorne. Für uns ist es hier schwer, auf dem fremden Platz, gerade bei den Bodenverhältnissen zu kontern. Aber ich hoffe doch, dass wir kurz vor Schluss vielleicht noch den Ausgleich schaffen werden. Ist die Mannschaft ein bisschen unterschätzt worden, der Gegner? Sicherlich nicht. Wir haben uns hier voll vorbereitet auf die Mannschaft. Und man sieht auch, Dynamo ist unheimlich konzentriert. Ich glaube, es ist für die Zuschauer und auch für die Leute im Fernsehen ein gutes Kampfspiel. Und ich bin eigentlich froh, dass wir das Spiel hier gemacht haben. Okay, danke. Da hat er recht, der Roland Grahammer. Die Bayern sind heute Mittag hier in Dresden gelandet, sind im Dresdenhof abgestiegen, waren nicht draußen, sind dann mit dem Bus eine Stunde vor dem Spiel hierher gekommen und sie werden heute Abend um 10:30 ein Abendbrot zu sich nehmen und morgen früh wieder zurückfliegen. Halt eine richtige Profimannschaft. Der FC Bayern München, aber er möchte natürlich hier sich mit einem Sieg aus Dresden verabschieden. Aber im Moment, da führen die Gelb-Schwarzen, die Elbflorenzer, mit 1:0. Dieser Mann gab den Pass für das Tor, das Thorsten Gitzschuss. Schaut, guckt, wen haben wir da hinten? Ein bisschen zu weit an die Torauslinie gezogen. Hier haben wir Thorsten Gitzschuss, den Torschützen. Und die Dresdner bleiben dran. Hauptmann. Scheint der Pechvogel heute zu sein. Ja, und Gottfried Weiser hat Sergio Alevi. Sergio Alevi, man hätte ihm ein Tor gegönnt. Kann das Dynamo Dresden halten? Ja, ich gehe davon aus, es wird natürlich sehr schwer werden, jetzt die letzte Viertelstunde, weil die Bayern machen unwahrscheinlich Druck. Ich glaube, wenn wir so einen Konter jetzt gerade so wie jetzt abschließen zum 2:0, dann haben wir sie drin. Wollen wir sehen, was jetzt rauskommt auf den Eckball. Wir gehen wieder hoch in die Kabine. Interessant, der Roland Grahammer sagt, die Dresdner machen Druck. Der Sergio Alevi sagt, die Bayern machen Druck. Ja. Wer drückt denn hier eigentlich? Im Augenblick drückt er gar nichts. Höchstens ein klein wenig Feuchtigkeit auf dem Platz. Uli Hoeneß, der Manager. Seit 79 ist er der Manager
des FC Bayern München. Wohl auch der Beste der Bundesliga. Thomas Strunz. Na, durchhalten kommen die ersten Rufe der Zuschauer, das müssten die Bayern, die Dresdner noch etwa 10 Minuten. Steh auf, Männchen, Reinhard Häfner. Ja, da macht der Wagenhaus wohl das Sicherste, weil er nicht wusste, wer da hinter ihm steht. Welche Kombination bevorzugen die Bayern bei Ecken? Ja, die Bayern spielen die Ecken sehr variabel. Mal von der rechten Seite mit dem linken Fuß auf den ersten Pfosten, mal vom Tor weg. Nur jetzt mittlerweile ist Hansi Flügler nicht mehr dabei, der ein sehr kopfballstarker Spieler ist. Und von daher glaube ich, dass die Ecken auf den ersten Pfosten gespielt werden. Guter Kopfball von Alan McInerney. Kopfballstark ist er ja. Sah nicht ungefährlich aus. Ja, aber für so einen guten Torwart wie Ronny Täuber glaube ich, dass es mehr eine Rückgabe war als ein Kopfball. Nicht beabsichtigt von McInerney. Die Bayern kontrollieren den Gegner, lassen zwar ab und zu Konter dazu, aber kriegen wirklich keinen Druck aufs Spiel. Bitschow. Rechts anschießen, links. Rechts antäuschen, links schießen, das wäre wohl das Beste. Nach Roch, verdammt, nach Abseits. Der Pfiff kam auch. Jawohl, korrekt. Leichtfertigkeiten. Radke. Diesen jungen Burschen hätte ich ein Tor gegönnt und auch gewünscht. Sven Radke. Geteilt bis Egon Cordes. Der Co-Trainer. Die Bayern haben ja auch im Amateur- und Nachwuchsbereich hervorragende Trainer. Oh, da hat er sein Können zeigen können. Und wieder Thorsten Bitschow. 92 Oberligatore hat er bislang erzielt. Der Dresdner. Damit liegt er hinter Hansi Kreischer und Ralf Minge auf der dritten Position der Dresdner. Wollte ihn ins lange Eck schlänzen, oben rein. Aber Sven Scheuer gut reagiert. Da wird er doch noch warm, der Münchner Keeper. Und jetzt helfen die 12.000 mit. Schade. Die Dresdner wechseln aus. Oder haben das zumindest vor. Wird vielleicht ein Angreifer rausgenommen, vielleicht Thorsten Gütschow, um dieses 1:0
das aus Dresdner Sicht zweifellos sehr, sehr wertvoll ist, zu sichern. Ja, ich glaube auch aufgrund der Tatsache, weil Thorsten Gützschow ein hervorragendes Spiel gemacht hat und sich auf dem tiefen Boden oftmals gegen drei Bayern gefunden hat und sich da immer wieder durchsetzen musste und auch konnte. Ja, Matthias Mautsch. Wird das das goldene Tor bleiben, Thorsten Gützschow? Ja, ich hoffe, dass es bleibt. Das will ich erstmal. Kaputt und auch sehr glücklich und ich schätze aus meinem Feld das durch. Es wäre für uns ein Riesenerfolg, den Bayern München zu gewinnen. Sie haben signalisiert, dass Sie ausgewechselt werden. Warum? Ja, ich hab einen leichten Krampf gekriegt und ich muss am Sonntag wieder spielen. Das ist auch ein richtiges Spiel. Wir brauchen zwei Punkte und dann ist das ganz klare Sache. Wird der Holsten Deutschland-Cup bei Dynamo Dresden bleiben? Ich hoffe sehr, dass es bei uns bleibt. Danke, Thorsten. Ja, er hat ein gutes Spiel gemacht, der Thorsten Gützschow, und ist wohl jetzt kräftemäßig am Ende. Ja, mit Sicherheit. Er hat viel gearbeitet, der Boden ist tief. Wir wollen mal wieder auf die Uhr schauen, um die Bayern daran zu erinnern, wie viel Zeit sie noch haben. Knappe 5 Minuten. Dann ist dieses Spiel, bliebe es bei diesem Spielstand, beendet. Gelingt den Bayern noch ein Tor, dann gibt es ein Elfmeterschießen bei unentschiedenem Spielausgang. Gewinnen die Dresdner, dann holen sie den Deutschlandpokal. Und es soll ja im nächsten Jahr zwischen den Meistern und den Pokalsiegern ein Turnier geben, wo es ebenfalls nicht nur um einen Pokal, sondern auch um ein bisschen Kleingeld geht. Ah, nicht so lange warten. Seine Mannschaft wie der FC Bayern München jetzt auch ein bisschen verkrampft. Man will es zwingen und da gelingen halt die Aktionen nicht so. Ach, schauen Sie, herrlicher Pass. Prima gemacht. Und es ist das Tor. Diesmal rettet er. Der blonde Engel rettet. Heiko Scholz hat es hervorragend vorbereitet. Da hat er seinen Fehler von vorhin wieder gut gemacht. Ja, mit Sicherheit. Aber hätte er den ersten nicht gemacht, wäre das Spiel vielleicht ganz anders gelaufen. Die Dresdner bleiben am Ball und das ist richtig, denn solange sie den Ball haben, kann ihn ja nicht der Gegner haben. Ja. Und das wechseln auch noch mal aus, um Zeit zu gewinnen. Also, Heiko Scholz ist vom Feld gegangen. Und viel Zeit bleibt dem Bayern nicht mehr. Noch knapp 2 Minuten. Stefan Effenberg, Manne Schwabel und die Dresdner stehen jetzt hinten drin mit Mann und Maus. Ja, während wir hier die Bayernbank sehen, Peter, können wir, glaube ich, ein Fazit ziehen dieses Spiels.
Ja, ich meine, man muss ja jetzt davon ausgehen, dass die Dresdner dieses Spiel gewinnen und irgendwo auch mit Sicherheit nicht zu Unrecht. Dynamo Dresden hat hier die Oberliga Nordost ganz hervorragend vertreten, hat gezeigt, streckenweise gezeigt, dass sie in der ersten Liga nicht nur mitspielen können, sondern eine gute Rolle spielen können. Ich persönlich bin enttäuscht von der Leistung des FC Bayern, denn irgendwo, wenn ich sehe, dass einige Leute vielleicht heute die Möglichkeit haben, sich für die ersten Elf zu empfehlen, kam da einfach zu wenig. Die Bundesliga ist mit Sicherheit nicht so gut vertreten heute und verkauft worden durch den Bayern München, wie Dynamo Dresden, das für die Oberliga Nordost getan hat. Und ausgehend davon, dass eine clevere Mannschaft, die in der Abwehr gut steht wie Dresden, dieses Ergebnis über die Runden bringt, muss ich sagen, dass dieser Sieg aufgrund der klaren Chancen, die Dresdner bei Kontern noch hatten, auch verdient ist. Deutliche Worte, aber ich glaube, die Bilder dieser 90 Minuten, die wir hier verfolgt haben, meine Damen und Herren, liebe Fußballfreunde, haben das auch unterstrichen. Die klareren Chancen hatte der erste FC Dynamo Dresden in diesem deutsch-deutschen Duell der beiden Meister der Bundesliga und der Oberliga Nordost. Es laufen bereits die Nachspielsekunden. Es gab ein paar kurze Unterbrechungen, aber alles wartet und sehnt ihn herbei, den Schlusspfiff, da ist er. Der erste FC Dynamo Dresden bezwingt den FC Bayern München mit 1:0 und wir gehen runter zu den Reporterkollegen. Jupp Heynckes, eine kleine Überraschung, hätten Sie im Nachhinein betrachtet, Lauto bringen müssen, bevor das Kontingent der Schöpfer? Nein, für mich war heute wichtig, dass alle Spieler zum Einsatz gekommen sind, beziehungsweise besonders die, die am Samstag nicht gespielt haben, dass die Reservisten Spielpraxis kriegen und alles andere ist unwichtig. Gegen Wattenscheid 7 Tore gegen Dresden verloren, kann man daraus schlussfolgern, dass Dresden stärker als Wattenscheid ist? Nein, Sie sehen daran, ich glaube, die Wertigkeit war bei uns heute auf ein Freundschaftsspiel gelegen und beim Gegner. Stärke von Dynamo Dresden, kann die Mannschaft in der Bundesliga mithalten? Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Sie sind im Europapokal im Viertelfinale und sie haben heute unwahrscheinlich engagiert gespielt und ich glaube schon, dass sie auch eine Bereicherung für die Bundesliga werden. Okay, vielen Dank. Okay. Ja, liebe Zuschauer, das war's vorerst. Wir geben kurz ab zur Sendezentrale und melden uns dann noch einmal. Wir sind natürlich hierher gekommen, um zu gewinnen, aber wir haben auch uns heute gekämpft. Muss auch sagen, wir haben natürlich in der zweiten Halbzeit fast die komplette Abwehr ausgewechselt und dadurch hat Dynamo natürlich auch Übergewicht gehabt. Aber wie gesagt, sie haben auch noch kurz vorgelegt und haben auch letztendlich gespielt. Glauben Sie, Sie haben die Mannschaft ein wenig unterschätzt? Nein, ich meine, das wird Bayern immer unterstellt. Wenn wir ein Spiel verlieren, dann heißt es immer gleich, ja, wir haben die Mannschaft unterschätzt, das mit Sicherheit nicht. Aber ich kann schon jetzt sagen, falls wir im Europapokal aufeinandertreffen, dann werden sie andere Bayern München treffen. Bayern ist Zweiter in der Bundesliga-Tabelle, Dresden Zweiter in der Oberliga-Tabelle. Wenn man die beiden Ligen jetzt vergleicht, kann man da was sagen? Ach nee, dazu kann ich eigentlich wenig sagen. Dazu kenne ich mich zu wenig aus in diesem Fußball. Und sicherlich wird hier auch sehr guter Fußball geboten. Man muss warten, wenn ein, zwei Mannschaften in der ersten Liga und noch andere Mannschaften in der zweiten Liga spielen, wie sich diese Mannschaften da durchsetzen. Okay, vielen Dank. Bitteschön. Ja, liebe Zuschauer, das war's live aus dem Rudolf-Habich-Stadion. Ich hoffe, Sie hatten ein wenig Unterhaltung, eine kleine Überraschung. Dynamo Dresden schlägt Bayern München. Ich verabschiede mich und wünsche Ihnen alles Gute. Tschüss. Vielleicht heute Morgen noch ein kurzes Gespräch mit ihm beim Kaffeetrinken. Und Sergio will heute natürlich auch vor allen Dingen seinen ehemaligen Kollegen aus der ersten Bundesliga beweisen, dass er hier mit Sicherheit keinen Schritt zurück, sondern einen nach vorne gemacht hat. Ja. Wagenhaus. Der Andreas Wagenhaus hat ja im Punktspiel gegen Lok Leipzig ja ein Tor geschossen, ein sehr schöner Schuss mit links. Die Spieler frotzelten im Nachhinein, sagten er normalerweise benutzte das nur zum Stehen, das linke Bein, als Gehhilfe. Schießt sonst nur mit rechts. Das kennen wir von den Bayern. Sie brauchen oft lange, spielen sich am Mittelfeld den Ball zu, um dann ganz plötzlich die Spitzen zu bedienen.
aber klug abgefangen und Kontermöglichkeit. Halevi, können es allein probieren, macht er auch und Tick zu spät. Jürgen Kohler war dazwischen. Sergio Halevi, erstes Achtungszeichen, gute Aktion, bisschen zu spät vorbeigetrennt, oder? Ja, ich meine, aber er hatte als Stürmer nur die eine Möglichkeit, als er die Lücke gesehen hat, da versuchen, mit hohem Risiko reinzustoßen. Hat das Sergio gut gemacht, nur leider fehlte für ihn, leider auf seine Person bezogen, der krönende Abschluss. Aber interessant zu sehen, bereits jetzt in der Anfangsphase, dass die Bayern eben nicht mit Libero spielen, sondern dass sie sich abwechseln. Mal steht Jürgen Kohler in der Position, mal Reuter, mal sogar Strunz. Man nimmt die Leute auf, die in den jeweiligen Räumen gerade auftauchen und spielt ohne Libero. So ein Spiel benutzt ja Jupp Heynckes, der Chef der Bayern, auch dazu, um ein bisschen zu probieren. Könnte das eine Variante sein? Ja gut, das hängt natürlich immer vom Gegner ab. Man hat ja im letzten Bundesliga-Spieltag gesehen, dass die Wattenscheider, die mit 4 Mann auf einer Linie spielen, gegen diese Bayern ganz, ganz schlecht ausgesehen haben. Das kann natürlich vorkommen, aber ich glaube, dass der Jupp Heynckes bei dem System bleiben wird, was er am Anfang der Saison gespielt hat, was er im Prinzip schon die ganze Zeit bei den Bayern spielt. Denn letztendlich hat er damit Erfolg und keinen Grund, diesbezüglich irgendwas zu ändern. Ja, guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Fußballfreunde, auch hier aus luftiger Höhe. Hier melden sich Ihre Kommentatoren. Der Co-Kommentator heute wird Peter Neururer sein. Aha, werden da viele sagen, ist das nicht der Mann, der noch vor einer Woche auf dem höchsten Stuhl bei Schalke 04 saß? Jawohl, das ist der. Wir werden im Verlauf der Übertragung noch Gelegenheit haben, uns über dieses Thema zu unterhalten. Wir warten auf die beiden Mannschaften und die Aufstellungen sind ganz interessant. Vielleicht können wir schon einmal einen Blick darauf werfen, denn die Bayern sind bis auf Klaus Augenthaler mit dem besten Aufgebot hierher gekommen. Das Stadion leider nicht ausverkauft, obwohl der Platz, die Karte, ganz egal wo man nun ist, ob auf einem Sitzplatz oder auf einem Stehplatz, nur 5 Mark kostet. Etwa 10.000, 12.000 Zuschauer bei guten Bedingungen. Es hat den ganzen Tag am Vormittag geregnet. Die Sonne war dann aber mittags draußen und die Platzarbeiter haben viel, viel geleistet, um die Rasenfläche in einen guten Zustand zu bringen. Hier haben wir die Dresdner. Teuber, Schössler, Lieberam, Wagenhaus, Büttner, exakt die Abwehr, die auch zuletzt gegen Lok Leipzig spielte, dann Mario Kern, Hauptmann, Pilz, Scholz, Alevi und Gütschow. Da fehlen also Ralf Minge, der leicht verletzt ist. Er hat eine Knöchelverletzung, Uwe Jenich ja Langzeit verletzt, Jörg Stübner auch nicht mit dabei. Aber ansonsten das Beste, was die Dresdner im Moment haben. Die Bayern, Aumann im Tor, dann Roland Grahammer, Flügler, Kohler, Reuter, Strunz, Ziege, Sternkopf, Michailovic, Thon und McInerney. Nun brauchen Sie keine Angst zu haben, liebe Fußballfreunde. Sie sind, ich sagte es schon, bis auf Augenthaler, alle da. Auch Effenberg, auch Brian Laudrup. Und wir werden sie im Verlaufe dieses Spiels ganz sicher noch sehen. Vielleicht, Peter, von Ihnen den ersten Kommentar zu dieser Besetzung der Bayern. Ja, ich habe persönlich mit dieser Besetzung gerechnet, aufgrund der Tatsache, dass der Trainer der Bayern, Jupp Heynckes, kann ja schießen, der Olaf Thon. Spielt ja früher bei Schalke 04. Hier haben wir die Dresdner Auswechselbank. Andreas Trautmann also dort schon Platz genommen. Auswechseltorhüter, der junge Köhler. Sven Radke von Anfang an also nicht dabei, aber ich bin sicher, Reinhard Höfner, den wir ganz vorhin gesehen haben, wird ihn noch bringen. Erster Eckball im Spiel. Attackiert von Heiko Scholz und von Steffen Büttner. Er war ja lange verletzt. Wollen wir hoffen, dass alles wieder in Ordnung ist. Er braucht eigentlich noch ein paar Spiele, ne? Ja, aufgrund dieser Tatsache hat der Jupp ihn heute auch mit Sicherheit von Anfang an gebracht und ich gehe fast von aus, dass er auch durchspielen wird. Denn solche Spiele sind gerade für den Olaf Thon unheimlich wichtig für einen Mann, der so lange verletzt war. Er braucht den Spielrhythmus.
um dann letztendlich nicht nur bei Bayern München die spieltragende Persönlichkeit zu werden, sondern letztendlich auch wieder den Schritt zur Nationalmannschaft zu machen. Dritter Eckball für die Bayern innerhalb ganz kurzer Zeit. Man hat ja hier einen interessanten Vergleich. Zweiter der Oberliga Nordost gegen den Zweiten der Bundesliga. Meister gegen Meister. Und ich kann mir schon vorstellen, dass die Dresdner vom Ehrgeiz beseelt sind. Die größte deutsche Mannschaft der letzten Jahre hier richtig herauszufordern. Ah, der Toni ist richtig getroffen. Und Alan McInerney hatte auch eine Chance. Die Bayernbank. Also Effenberg, Wohlfahrt, Lautrup, Bender, die gehören normalerweise zur ersten Garnitur. Der kleine Schwabel und der Ersatztorhüter Scheuer. Für Sie sicherlich auch interessant, die Kollegen spielen zu sehen. Ja, mit Sicherheit. Obwohl ich sagen muss, meine Kollegen spielen nicht. Mein Kollege Jupp Heynckes sitzt auf der Bank. Ist vielleicht auch besser so, dass wir irgendwann mal aufgehört haben, Fußball zu spielen. Hans-Uwe Pilz mit Pass auf Detlef Schössler. Pilz, Rückkehrer aus Köln, von Fortuna Köln. Ja, das war ein bisschen zu weit. Sie haben ihn sicherlich gesehen. Ja. Wie schätzen Sie ihn ein? Uwe Pilz, habe ich mal gesagt, bei den ersten Auftritten, die er bei Fortuna Köln hatte, in der zweiten Bundesliga, dass er von der Spielanlage durchaus mit einem Mann, wie gut in früheren Zeiten, mit Wolfgang Overath zu vergleichen ist, ein typischer Spielmacher, der geniale Bälle spielen kann, sowohl aus dem Stand als auch aus der Bewegung. Der allerdings Probleme hatte in der zweiten Liga, die Anlage da sieht ein klein wenig anders aus als in der ersten Liga oder möglicherweise auch hier in der Oberliga Nordost. Er ist natürlich nicht jemand, der nach hinten gerne arbeitet, er ist ein Spielmachertyp und aufgrund dieser Tatsache hat er auch seine Probleme bei Fortuna Köln, weil ähnlich gelagerte Leute bei Fortuna mit ihm zusammen im Mittelfeld spielten und von daher seine Probleme. Ja, der Hans-Uwe Pilz braucht schon ein paar Freiräume und wenn mehrere Spieler diese Freiräume für sich beanspruchen, dann wird es natürlich knapp. Das ist richtig. Und das war wohl bei Köln so, ne? Das ist richtig. Man sagt ja immer wieder, eine Mannschaft braucht nicht nur ein oder zwei Häuptlinge, es braucht auch Indianer. Und im Kölner Mittelfeld sah es eben so aus, dass fast nur Häuptlinge rumgelaufen sind. Und einer von diesen Häuptlingen war halt der Uwe Pilz. Den vermeintlichen Ersatzspielern, Auswechselspielern der zweiten Garnitur die Chance gibt, sich heute hier in dem mit Sicherheit nicht gar nicht so unwichtigen Spiel nochmal richtig zu profilieren, sich zu zeigen und sich möglicherweise für die ersten Elf fürs nächste Wochenende zu empfehlen. Da haben wir die beiden Ausländer, McInerney und Mihailovic und den Mann in Schwarz, das ist Wilan Ziller aus Königsbrück. Anstoß, wir hoffen, dass es gute, unterhaltsame 90 Minuten werden. Es könnte ein bisschen länger dauern, dann nämlich, liebe Fußballfreunde, wenn es hier nach 90 Minuten unentschieden steht, dann gibt es gleich ein Elfmeterschießen und das ist ja immer interessant. Der Kapitän heute, Hansi Flügler mit der 3 hier am Ball. Wer wird Libero spielen für Klaus Augenthaler? Ja, ich gehe davon aus, dass, wie man jetzt im Augenblick auch schon sieht, der Reuter die Position einnehmen wird. Und je nach Spielanlage der Dresdner könnte auch durchaus die Möglichkeit bestehen, dass die Bayern auf einer Linie hinten spielen. Mhm. Und der Aufsteiger des Jahres, der Mann mit der Nummer 6. Viel Lob in den letzten Monaten. Werden sich die sogenannten Reservisten heute besonders engagieren? Ja, ich meine, man hat heute die Möglichkeit, sich zu zeigen vor einem relativ ansprechenden Publikum in einem relativ wichtigen Freundschaftsspiel. Man hat keine Nervenbelastung und ich glaube, die werden mit Sicherheit mit aller Gewalt versuchen, sich bei Jupp Heynckes aufzudrängen. Flügler.
Sergio Allevi mit der 10. Den hatten Sie wohl auch schon mal unter Ihren Fittichen, oder? Nein, unter meinen Fittichen nicht, aber ich habe ihn des Öfteren beobachten können. Aus der Amateurklasse kommend von SV Schonnebeck aus Essen ist er dann nach Wattenscheid gewechselt. Direkt vor meiner Haustür, da habe ich ihn des Öfteren gesehen. Interessant für